Ist das der Tod? Ja, ich vermute mal eher wohl wahrscheinlich ein Sadomaso-Club. Wir können spielen, wie früher, als wir noch klein waren. Mit einem Lächeln im Gesicht gestorben. Ja, Prost. Ja, genau, eliminiere 10. Oh, das ist einer von den Riesen, glaube ich, ne? War 10 nicht der eine von den Riesen? Ja, sicher. 9 und 10 war doch. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich sollte gleich echt mal shoppen gehen, ein bisschen. Ach du Scheiße. Aber der ist an der Ketten dran. Das heißt, der kann sich nicht wehren. Das wird ja dann eigentlich relativ einfach, ne? Eigentlich. Ciao. Was ist das denn hier? Hallo, Lado. Aua. Aua. Renn doch, renn doch, renn doch, renn. Aber der kann, glaube ich, nicht rennen, soweit wie ich das noch in Erinnerung habe. Aber die ja. Aua! Das ist nicht einfach. Das sieht so einfach aus. Ist es aber gar nicht. Ach so, man muss. Ach so! Wow! Komm her! Mann, komm her! Guck mal hier! Aber normalerweise, wenn ich doch ein Zombie leben lasse von den Kleinen, dann müsste doch theoretischerweise keiner nachspawnen von den anderen, oder? Oder? Oder ist es nicht so? Uah. La 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 la. Hä, wo ist die Kiste hin? Ich würde gerne den Großen mal treffen. Also, seine Bekanntschaft schon mal machen. War da gerade nicht nur einer von den beiden? Mann, kommt doch einfach her. Ich traue mich gar nicht hin zu treffen, ey. Button Smashing! La 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 la, wo ist denn der? Oh. So, warte mal jetzt. Ach Mist, das geht gar nicht bis da. Scheiße. Fuck. La 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 la. Ich weiß, dass ich den Großen treffen muss. Es ist mir bewusst, bevor jetzt gleich schon die ersten Kommentare kommen. Ich bin nur gerade am Austüfteln, was für eine Taktik ich da nehme. Weil ich denke mir mal, dass die Gewehre, also diese Miniguns, da nicht so umsonst dafür stehen. Der kommt her. La 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 la. Ach, das bleibt bestehen. Das ist schon mal sehr gut. So, gleich werde ich den da hinlocken. Wow. Du. Komm her. Finish him. 1 auf die 12. 1 auf die Birne. War das eine goldene Münze? So.
Ja, komm her. So, jetzt kommt er nämlich. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren, ganz schnell. Na super, das hat ja super funktioniert. Bond Smashing! Boy! Okay, der hat schon mal gut was abgezogen bekommen. Das hat ja schon mal super geklappt. Aber wo ist der hin? Wo ist der? Uah. Immer auf die 12 habe ich gerade die Trophäe bekommen. Guten Abend, Smurks. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. So, die sind betäubt. Das heißt, ich kann mal eben ganz schnell zum Gewehr gehen und nachladen. Ich glaube, so werden wir den erledigen. Button Smashing! Diese guckt, ne? Heilig Lebensenergie, das ist schon mal super. So. Haben wir denn alle Kisten eigentlich schon hier so weit abgegrabbelt? Ah, guck mal hier. So. Ach, guck mal, hier steht auch so ein Ding. Ach so. Oh, noch für dich! La 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 la. Okay, stehen drei Miniguns. Das ist schon mal super. Boah, jetzt stand der auch noch im Weg. Boah, nein, nein. Rennen. Hallo, rennen. Na, komm her. Ist ein bisschen, ja. Man muss sich erst ein bisschen dran gewöhnen. Oh, ist ja gar nicht ganz nachgeladen. Wow, 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 wow. Aber so richtig interessiert das dem auch, glaube ich, nicht, ne? Ja, ist in der Ego-Perspektive das letzte. Wow! Jetzt wird er aber stinkig, glaube ich. Ja, ist in der Ego-Perspektive das letzte DLC. Alter, jetzt wird er aber stinkig. Hallo Black Bulls, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist das letzte DLC von The Evil Within. Finish him! Uha! Hatte ich das gewählt nachgeladen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, hallo! Hallo! Oh nein! La 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 la. Willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Willkommen zum Executioner DLC von The Evil Within. Wie gesagt, das letzte DLC. Yes! Und wir haben genug Taler, davon können wir mal ein bisschen einkaufen gehen jetzt gleich. Sehr schön. Und genau aus diesem Grund, Moment. Und genau aus diesem Grund, der höchste Rang für maximale Munition ist jetzt im Laden zu kaufen verfügbar. Jawohl. Genau aus diesem Grund sammle ich vorher in der Runde vom Endboss die ganzen Kisten, weil man anschließend nicht mehr sammeln kann, soweit wie ich das jetzt mitgekriegt habe, weil es war sofort zu Ende. Mir geht es soweit ganz gut, ich hoffe dir auch. Und das wird immer mehr hier mit Blut. Das gefällt mir nicht. So. So, jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr Let's Play Live Show.
So, was kaufen wir denn jetzt mal? Ich würde sagen, senkt den gegnerische Angriffe erlittene Schaden. Das nehmen wir mal. Dann immer so schlecht. Steigt den Schadentreffer mit dem Hammer verursacht. Das ist auch gut. Ich glaube, das nehmen wir mal. So. Ich weiß nicht, Kettensäge. Kann man immer noch holen. Ich denke mal, dass wir da noch ein paar. Hi Painkiller, willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich denke mir, da werden wir noch ein paar Taler bekommen und sammeln. Überlegen, ob ich nochmal die Rüstung oder nochmal Lebensenergie. Ich glaube hier mit dem erlittenen Schaden, dass es weniger wird. Glaube ich, nehme ich mal. Und dann können wir ja immer noch ein bisschen Lebensenergie nehmen. Da haben wir noch 24. Können wir davon noch was holen? Dynamit. Dynamit richtet bewegungsunfähige Gegner den meisten Schaden zu. Zum Beispiel, wenn sie in Stacheldraht hängen. Achso, ja, gut. So, die Lebensanzeige oben links wird auch immer größer. Das vermag nichts Gutes heißen. So, dann speichern wir mal. Da sehen wir das Gesicht auch nicht von unserem Bauern oder Metzger. Das ist natürlich nicht gut. Ich würde gerne mal sehen, wie der aussieht, ne? Was steht heute an? Ja, wie gesagt, wir spielen das letzte DLC von The Evil Within heute. Hier, wir haben um 20 Uhr heute angefangen, weil gestern ja ausgefallen ist. Und wir werden heute definitiv auch noch Wolfenstein spielen. Auf jeden Fall. Also da, das müssen wir ja noch weiterspielen, ne? So, eliminieren Sie Testobjekt CB204 Detective. Der Gedächtnisverlust Ihrer Tochter hat sich verlangsamt, aber die Kontrolle des Stem über die übrigen Subjekte nimmt unvermindert zu. Das einzige im Haus verbleibende Subjekt ist CB204, der Detective. Betreten Sie den entsprechenden Bereich und töten Sie ihn. Ergänzende Information. Zum Zeitpunkt können wir nicht mit Bestimmtheit sagen, ob der Tod eines Testsubjekts und der damit verbundenen Wegfall seinen Einfluss zu einer unmittelbaren Bewahrung von Erinnerung führen. Es besteht die Möglichkeit, dass ein bisher noch unbekanntes Element die Integrität der Erinnerung des Subjekts beeinträchtigt. Wir müssen die Bewegungsmuster des Mädchens beobachten und auf nicht vorhergesehene Phänomene achten. Runde 3. Und wie du siehst, Ego-Perspektive spielen wir sie übel hin. Es gibt keine Third Person. Ach, da ist ja die. Ah, seht ihr? Hier haben wir noch Dings. Hier haben wir noch die Minen. Die können wir ja gleich mal ausprobieren, wenn wir schon einmal dabei sind. Gespeichert haben wir, einkaufen waren wir. Das sieht gut aus. Hi! Ja. Leider war aber wichtig. Weil ich halt Donnerstag nicht konnte. Oder beziehungsweise Donnerstag abgesagt hatte bei einigen. Und das musste ich dann nachholen alles. Deswegen musste ich dann so lange arbeiten. Überall die Vasen. Aber wie gesagt, dafür dürft ihr euch heute freuen. Werden wir auf jeden Fall. Weil ich glaube nicht, dass es DLC sehr lange geht. Weil wenn wir jetzt schon den dritten Gegner haben, weil das sieht nämlich förmlich danach aus, ob das hier so eine Boss-Action-Klamotte ist. Und dass da, und dass, wenn wir da einmal durchrattern, dass es eigentlich relativ zügig durch ist. Na? Umso schöner ist es heute. Jawohl. Genau. Und umso länger wird es auch heute dann für euch. Dürft euch freuen. Boah, ich muss unbedingt noch die ganzen Entschuldigung. War aus Versehen. Ich muss unbedingt noch die Life is Strange Folgen uploaden und dann natürlich hier die und dann hier die Evil Within Folgen muss ich auch noch dann fertig machen für YouTube. Bin ich noch gar nicht zugekommen. Hallo mein Freund, ich bin's, der Türinspektor. Und du hast nicht aufgeräumt. So. Hi Consumer, willkommen zur Let's Play Live Show zum letzten DLC von The Evil Within. The Executioner. Der Scharfrichter. Guck mal, wie du aussiehst. Ich hab gesagt, räum mal hier auf. Meine Güte. Der Mama nicht beigebracht anzuklopfen. So.
Blockmonster, hallo und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt kommt alle. So. Okay, hier ist aber nichts irgendwie. Ich traue mich irgendwie. Ich weiß nicht. Obwohl. Ich glaube. Hier habe ich mich damals mal versteckt. Ich glaube im Let's Play. Kannst du dich noch dran erinnern? Beim The Evil Within spielen. Ein schickes Bett. Ich frage mich, wo dieses Licht herkommt. Okay. Wie ladest du die Folgen von Twitch zu YouTube? Ich lade die erst von Twitch runter. Also bei mir selbst auf der Seite hier bei Twitch lade ich mir die Sachen runter, den Stream. Dann komprimiere ich die halt, bearbeite die Videos und dann lade ich die auf YouTube dann nochmal hoch. Ne, weil die müssen ja auch aneinander geschnitten werden, alles. Und muss ja, der Anfang muss ja abgeschnitten werden vom Twitch-Stream, weil ich starte ja immer um 7:45 starte ich ja immer den Stream. Und die Viertelstunde halt, die schneide ich ja dann mal weg und so. Und solche Sachen halt. Deswegen bearbeite ich die dann immer. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Ja, Pipi-Pupu-Pause, Raucherpause, Chipsul-Pause, Trinkel-Pause, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Wie immer hier, jede Stunde. Und dann spielen wir gleich weiter. Hier ist Executioner, das DLC von The Evil Within. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann gleich noch dabei seid, ja? Also bis gleich. Ja, damit willkommen zurück zu Let's Play Live Show. Schön, dass ihr Schlöcksche trinken. Und was für ein Programm ladest du so runter bei Twitch? Ich lade es mit keinem Programm runter. Es gibt einen Twitch-Downloader. Muss einfach mal suchen bei Google. Twitch-Downloader heißt der irgendwie. Da kannst du den Link dann eingeben von deinen Videos. Prost. Alter, hier keine Schleichwerbung machen, ne? Ist ein koffeinhaltiges Kaltgetränk, was ich gerade trinke. So, dann schauen wir mal. Ich weiß noch, dass hier eine Falle war im Flur. Ich weiß, ja, hier war die. Ich habe aber jetzt keine Waffe, um die abzuwehren. Hey, Big Daddy, geh mal wieder da rein. Da soll's da reingehen. Komm mal her. Soll's da reingehen. In die... Wo habe ich ihn jetzt hingeschmissen? Okay. Mach mal den. Mach mal den nicht gesagt. Man spielt nicht mit Werkzeugen. So. Hier war irgendwas, ne? Hat gerade, glaube ich, so geflimmert. Okay. Tagebuch der Tochter 7. Es geht mir gut. Der Mann mit der Brille sah nicht so aus, als sollte ich mit ihm reden. Ich habe sein Lachen noch immer in den Ohren. Bestimmt wusste er auch nicht mehr, wer ich war. Wer er war. Vielleicht schaffe ich es, nicht den Verstand zu verlieren, wenn ich darüber nachdenke, was ich tun werde, wenn ich hier rauskomme. Okay. Da ist ein Spiegel, den können wir aber leider nicht nutzen. So. Da ist unsere Tochter. Aber wer ist denn unsere Tochter? Sieht man die jetzt? Hey, warte! Benutze die Erinnerungsscanner, um die verborgene Tür zu finden. Ich würde aber gerne nochmal, bevor ich jetzt hier, mich hier nochmal kurz umsehen, weil hier ging es ja auch noch weiter, ne? Genau, da war ja der Geheimgang. Da, gibt sogar eine Münze für, guck an. Ist ja gar nicht so schlimm dann. Hier ist auch eine Erinnerung. Ach ja. Stimmt, da war ja was. Tagebuch der Tochter 6. Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Ich versuche mich zu erinnern, aber es geht nicht. Ich glaube, es war eine Therapie, aber Vater und ich hatten deswegen gestritten. Er sagte, dieser Ruben könnte mir vielleicht helfen, aber er traute ihm nicht über den Weg. Ich musste es versuchen. So. Sonst irgendwas hier noch? Anscheinend nicht. So, dann klettern wir mal hier durch. Hier kommen wir ja in das
in den Geheimraum, falls ihr euch noch erinnert. So, was haben wir denn hier? Eine goldene Münze, yeah! Sehr schön. Aber das sieht alles, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das irgendwie storybasierend irgendwie zusammenhängt mit dem Hauptspiel und den anderen DLCs irgendwie. Weil so ein bisschen blicke ich da jetzt noch nicht ganz durch, was das jetzt mit dem Hauptspiel zu tun hat. Ich meine, dass der Kastenkopf hier drin ist jetzt, weil er seine Tochter halt retten will oder irgendwie sowas. Das wissen wir ja. Aber spielt das jetzt danach? Spielt das jetzt davor? Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh! Der hat irgendwas im Kopf stecken. Es war ein Hammer. Es war Schmerz. Ich mag das voll, die wegzuwerfen. Ich weiß nicht warum. Das ist so cool. Entschuldigung. Hier war auch eine Erinnerung, ne? Habe ich das gerade richtig gemerkt? War das hier irgendwie? Ja. Okay, das Bild kennen wir ja. Gruselig, dieses Mädchen. Ja, wer weiß, wer Kassenkopf und Tochter tatsächlich sind. Stimmt. Da bin ich auch gerade überlegen, wer könnte das denn sein? Aber die vom Anwesen sind es nicht. Weil so auf dem Bild im Speicherraum sieht es ja so aus, als ob das eine blonde Frau ist und die... Aber die blonde Frau... Komm her. Das ist so geil. Finish him! So, haben wir wieder ein paar Münzen gesammelt. Ein paar Münzen. Okay. So, da konnten wir uns verstecken im Hauptspiel. Kann natürlich auch gut sein, dass es komplett das Vorgeplänke ist von The Evil Within, ne? Dass der Kastenkopf schon eher drin steckt, aber wir haben ja vorhin in dem Dings gelesen gehabt, dass halt schon alle Testsubjekte angeschlossen sind an der Maschine. Aber kann ja trotzdem sein, dass... Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, welche Tür bleibt da noch übrig? Unten, ne? Kann natürlich dann auch sein, dass es trotzdem dann die Vorgeschichte ist und dann, dass dann halt der Kastenkopf ausrastet, weil ja irgendwas trotzdem mit seiner Tochter passiert oder so. Das wissen wir ja nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist es die letzte offizielle Tür, wo jetzt ein Gegner kommt. Die hier. Moment. Muss ein bisschen hüsten, Hüstelchen machen. Warum ist hier ein Tresor in der Wand? Da ist ein Medipack, wir haben aber genug. Sollen wir doch noch mal vorher upgraden? Bäh. Gut, so, dann würde ich sagen, wir probieren das mal mit dem, ich glaube mit dem Dynamitmaus. Ach, 2. Erhöht die Menge. 50 erhöht die Menge, die wir tragen können. Aber 2 reichen mir, glaube ich, jetzt erstmal.